Wir werden das hinbekommen, sagte Henry zuversichtlich. Und genau so, jetzt sind wir hier gerade, ist es ja auch. Wir haben eine Riesensiedlung gebaut. Hast ein kleines Dorf. Im Lager und dann ein bisschen Bauernhof, bisschen hier. Und ja, hier ist noch alles rot, weil das Spiel gerade das geladen hat. Ne? Bis hin zu solchen Gebäuden wie hier. Unsere große, große Halle im Endeffekt nur. Da müssen wir uns gleich drum kümmern. Na, wir haben auch erstmal den Bär zum Zähmen gebracht. Was ist das? Das ist männlich gut. Eigentlich war das jetzt nicht geplant. Hier sind, können wir das auch ernten nebenbei. Der ist männlich. Wir haben selber schon einen Bären, der ist... Winnie ist weiblich, ja. Gut. Jetzt schaffen. Einen kleinen Racker. Das wäre toll, ne? So, dann laufen wir weiter. Genau. Wir haben sogar Ruinen gebaut, genau das. Da eine Ruine, da eine Ruine. Ich will bloß mal ganz kurz erzählen, was wir bis jetzt gemacht haben. Zuletzt hab ich ja auch immer, ne, hier einfach mal einen Platz gebaut, wo Entscheidungen getroffen werden können. In optischer Natur natürlich. So, auf der Geschwindigkeit 2. Wir haben jetzt in letzter Zeit angefangen, das Ganze auszubauen auf Niveau Stadt, nenne ich es mal. So. Schön, schön. Fenstereien macht ja Sinn, ne? Übrigens, sieht das vielleicht auch nicht dumm aus, wenn wir die Häuser, ja, im Endeffekt bisschen an die Straße anschließen, damit da nicht so ein Dreck drin ist. Das könnten wir ja mal probieren. Blöde Frage, was ist hier? Ich habe jetzt echt überlegt, welches Haus das ist. Das ist hier unsere Mosterei und so weiter. Und ja, da ist ja hier von so eine Art Pergola und also ein Spaß. Ja, ist halt so, ne? So, wir haben dem Bürgermeister ja sogar ein Haus gebaut. Das ist ja auch schon fertig. Hatte ich im Sinne von, da, es ist gebaut, da ist ein Bett drin und es reicht ja von Anfang. Da Inneneinrichtung, ja, kommt später, würde ich sagen. Das ist jetzt erstmal nicht so dringend wichtig. Wenn ein Bett drin ist, ist die Chance, dass wieder ein Siedler kommt. So, genau, und damit weiß ich gar nicht, ob ich das gesagt habe. Erstmal willkommen zu einer neuen Folge Going in Medieval. Ja, heute mal ganz anders angefangen. Und ja. Warum auch immer. Ich fand den Ladescreen einfach interessant. Ah, wo ist denn das Teddybärchen? Ja, das war nicht geplant. Das war eher zufällig. Ja, in dem Sinne wirklich zufällig. Und ja. Vielleicht bekommen wir da auch eine Bärenzucht hin. Was habt ihr jetzt schon wieder gehabt? Die Diskussion über Dämonen, die Krankheiten verursachen.
Ja, soll es ja geben. Halte ich mich da wirklich mal aus? Muss jeder entscheiden. Genau. Was haben wir denn ansonsten gemacht? Wir haben, genau, vorbereitet, ja, schon dieses Gefängnis. Mit dem, ja, Richtplatz. Hier kommt irgendwann mal ein Galgen hin, wenn das soweit ist. Weil in Version 01940 gibt es das leider noch nicht. Da wird jetzt gebaut. Ach, hier. Schau mal, den Platz haben die fast fertig. Weil ich das gerade gesehen habe, ich nehme jetzt einfach mal David. Der ist sogar Eichenbrüder. Den Druide haben wir immer noch nicht. Wir brauchen ja Eiferinnen. Theoretisch Bömmlerin würde auch gehen, aber nee. Muss schon Eiferin sein. Bei Frömmler haben wir ja. Das ist das Einzige, was noch nicht so geklappt hat. Ich meine, wenn ihr da mehr wisst, wie man das am besten hinbekommt, schreibt einfach mal in die Kommentare. Warte mal, hier, wir schauen mal gleich. Elmar. Du wirst ja jetzt bestimmt unseren Teddybären. Den haben. Eine Menge 70, 15. Tage Jung. Auf. Erfolgreich. Zumindest für 14% schon mal getimmt. So, den Fasanenkadaver kann jemand schon mal mitnehmen. Wie nennt wir den eigentlich? Entschuldigung. Die Einstellungen haben geholfen. Also ich hatte hier das letzte Mal gesagt, oha, dass ich die Wahrscheinlichkeit hochgedreht habe. 10 Bogenschützenmeister. Oha. Wollt ihr mich veräppeln? So war das nicht gedacht. Was haben wir denn hier so alles Schönes? Alle drehen sich nach da, nur Raimund. Der nicht. So, gut. Wir müssen ja unsere Krieger wieder. Also nicht Krieger, Siedler. In meinen Kriegsmodus versetzen. Ja, ist ja bekannt, mache ich ja eher an der Pause. So, 18 Siedler haben wir jetzt noch. Und das ist ja gleich hier, wo wir ja jetzt vor kurzem neue Türme gebaut haben. Ihr braucht noch, wartet doch mal ab mit dem Angriff. David hat einen Bogen, der kommt dahin. Ihr habt da bestimmt alle Bögen. Ihr geht mal. Mal mit hier hin. Wer sich jetzt übrigens wundert. Nee, halt, warte mal, lieber. Warum hat das Spiel jetzt nicht in Geschwindigkeit 2 gestellt? Ja, die greifen dann doch nicht gerade wenig an, ne? Hier unten, wer sich da wundert, das sind einfach nur die Steinböden, ja, die Metallfallen. So.
Ihr geht mit. Mit hoch. Und bei Henry müssen wir schon aufpassen. Da müssen wir wirklich schnell aufpassen hier. Oh. Okay. Mich rein sieht das auch nicht so schön aus. Schießt das mal das dahin. Hier drei dahin. Narik, du bist dumm. Laufen die dann hier runter? Bogen, Bogen, Bogen. So ist eigentlicherweise kein Problem da, ne? Ihr schießt dahin. Geräte. Henry müssen wir uns dann kümmern. Ist die bescheuert? Sop, 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 seid ihr dumm? Bitte nicht. Soeben einen Ziegler verloren. Nicht gut. War nicht gut. Die stehen da einfach nur dumm rum. Das müssen wir jetzt anders machen. Das funktioniert jetzt. Hilfe. Das ist nicht gut. Wenn man mit 15 Leuten oder so rauskommt, ist das gut. Ist weg. Da. Jeffrey, du musst laufen. Schnell laufen. Jeffrey 2 natürlich auch. Ah, das sieht schlecht aus hier. Juhu. Ein, zwei weniger.
Geht viel schief. Alma, lauf, lauf, Alma, Alma, Alma. Ah. Gott, was dämme ich noch immer? Müssen wir Anna dir vorschicken. Du brauchst nichts ausrichten. Anna, geh bitte hier hin. Kritischer Zustand. Oh. Ja. Ey, Oma, du bist dumm. Du läufst mal bitte hier hin. War dumm. Ah. Bitte, bitte. Das lief schlecht. Lucia nahm am meisten Schaden, ja, die ist sehr klar. Ja, die verstärkten Türen sind mir egal. Anna Bobette hatte die meisten Treffer abgewehrt, bla bla bla. Bionalu, Jeffrey 2, Ioma, Lucia. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht gut. Die letzten Worte waren gute Nacht, okay? Ich werde dir sagen, wo ich mein Gold versteckt habe, ja. Hier ist so kalt, ja. Also nicht ja, sondern schade. Ja, das Gold. Alles andere als gut. Ich meine, die können von mir aus jetzt auch laufen. Ja. Anna flieht. Anna braucht nicht fliegen, fliehen. Die soll sich verarzten und Alma auch. Und Elisabeth, du rächst dich mal bitte. Nee, brauchst du nicht. Wir machen das mit Theobald. Was war das? Ich habe mich so gefreut, oh ja, einen neuen Bären. Aber das hat ja, nee. Und das Schlimme ist, wir haben ja immer noch welche, ne? Die, naja, nicht gerade gesund sind. Bla bla bla. Wo ist hier Medizin? Trefferpunkte, Blut geht runter. Ich glaube, Anna war so, ja. Also es ging alles so auch doch schön los und dann, ja. Wie so vieles im Leben, ne? Täh. Nein, ich finde es nicht lustig gerade. Es ist jetzt eher ein bisschen erschrocken. Lass mal die
Türen wieder zu. Jetzt wie viel verloren? 4? Da. Siedleranzahl 14. Wir haben 4 Siedler verloren. Was macht da der spielt mit Musik? Guck, den haben sie noch erwischt. Okay. Jetzt kommt da so eine entspannte Musik. Ich sehe das gerade nicht als entspannt an. Wer hat denn alles Wunden? Na. Zumindest die geprellte Brust ist verheilt. Oder verarzt. Das ist eine leichte Beinverletzung, ja. Henry. Durchtrennte Arterie. Och, jo. Was macht man bei einer durchtrennten Arterie? Jo. Unterhaltung genießen. Nee, Anna, du sollst eigentlicherweise Patient spielen. Genau. Ja, und die zwei sitzen auch hier und trinken. Ja, ich gebe es zu, ich war ein bisschen leichtsinnig. Ja, ich gebe zu, die Türme haben doch nicht so geholfen, wie sie sollten. Ja, am Anfang, die hier haben wir gut weggekriegt. Aber die haben inzwischen auch gute Waffen, ne? Zum Teil. Naja, gut. Gut, wir haben also 4 Siedler weniger. Müssen dementsprechend uns jetzt auch wieder darum kümmern, dass wir die Aufgaben ordentlich verteilt bekommen. Ich denke, da wird in der nächsten Folge sehr, sehr viel auf uns zukommen. Ne? Viel Organisatorisches. Wir müssen Anna heilen, weil ich glaube, Anna war diejenige, die den Teddybären Anna das mit Tiere, ja. Die brauchen wir weiterhin. Und das bringt hier uns gar nichts mit. Naja. Die muss eigentlich da vorne in die Medizinkammer. 18 Blut hat sie noch. 0% Blut stirbt der Siedler. 15 nur noch. Uiuiui. Gut, das schauen wir uns aber beim nächsten Mal an. Für heute erstmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Gott.